So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, das ist der Adi Schatz, ne? Und ich weiß, ihr habt wieder viele Fragen. Wieso filmst du nur immer auf der Toilette? Oder Fragen wie, warum hast du einen Schlafanzug an? Oder sowas wie, warum isst denn der Adi immer deine Hand auf? Die letzte Frage hat, glaube ich, noch keiner gestellt. Und ich denke mal, das machen Katzen so. Oder hat einfach nur Hunger, ne? Oder denkt immer, das sind Wiener Würstchen. Deswegen beißt du da mal rein. Wir haben ein kleines Unboxing-Video für euch vorbereitet. Hier sehen wir vier Pakete, vier Postsendungen. Das ist sehr schön. Ich sammle nämlich jetzt immer ein bisschen, damit ich nicht mehr wegen einem einzelnen Ding da irgendwas machen muss. Es geht auch schnell. Ich habe auch schon mal geguckt, was es ist. Wir haben hier einmal eine DVD, wo leider kein Zettel dabei ist. Also es ist ein Zettel dabei, aber da steht nichts drauf, von wem das ist. Das ist nämlich der Film Ruf der Wildnis mit Harrison Ford. Der war an Weihnachten im Fernsehen drauf. Ich habe kein Wort verstanden, weil es so laut war, aber habe gedacht, das sieht so schön aus, das ist so interessant, so niedlich. Ein Film für die ganze Familie. Hatte den mal auf meine Wunschliste gepackt. Dann wollte ich ihn selber bestellen, da war er dann irgendwie vergriffen, ausverkauft, nicht mehr verfügbar. Jetzt ist er plötzlich per Post gekommen. Ich weiß nicht von wem, ich weiß nicht, wer den bestellt hat. Wenn ihr den Ruf der Wildnis Film bestellt habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Danke auf jeden Fall dafür. Dann haben wir hier was anderes. Da ist auch nichts drin. Hier weiß ich aber, das ist vom Timo. Der Timo hat nämlich schon gesagt, er wollte mir eine Freude machen mit dem Halloween-Film. Da war ich im Kino, Halloween Ends, wo alle enttäuscht waren. Ich fand den Film eigentlich sehr interessant. Wenn du einen reinen Michael Myers-Film erwartest, wie sonst immer, bist du enttäuscht. Wenn du den Film als eigenen Film an sich ansiehst, ist das schon irgendwie sehr düster und stimmig gemacht, finde ich. Die Charaktere eigentlich trotzdem interessant. Sind ein paar heftige Kills auch dabei. Das Ende einer Trilogie von der Neuauflage ist natürlich wieder super. Hat hier eine rote Hülle, sieht stark aus. Also Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends, Halloween Starts, Halloween in Space. Alles jetzt bereit. Natürlich wieder langweiliges Cover irgendwie sieht. Jeder Teil hat genau das gleiche Cover. Aber egal, kommt jetzt auch hier drauf. Dann möchte ich ganz kurz dieses Paket aufmachen. Das habe ich mir nämlich selber bestellt, bevor wir zu einem kommen, was mir noch geschickt wurde. Da hat die Postfrau mich letztens am Rewe angehalten und gesagt, warte mal, ich habe mal noch ein Paket für dich dabei. Ich sagte, okay, was ist es denn? Weiß nicht, da steht Fischsoße drauf. Da wusste ich gar nicht, was sie meint. Dachte, vielleicht verwechselt sie das. Ich bin doch keine Fischsoße. Aber ja, da steht wirklich, wenn man das mal hier rumdreht, steht hier Fischsoße. 12 mal 500 Milliliter Fischsoße. Ich esse aber keinen Fisch, deswegen ist das einfach nur ein Karton. Das zeige ich euch jetzt, wenn ich es mal aufmache. Da habe ich nämlich einen richtigen Schnapper gefunden. Hier ist erstmal Werbung drin für Asia Mover, also der Asiatenbeweger. Asia Mover, der bewegt Asiaten. Das klingt rassistisch, ist es aber nicht. Besuchen Sie unseren Online-Shop Asia Mover in irgendwo, genau. Flensburg, weg damit. Jetzt tun wir das mal raus. Oh mein Gott. Habe ich zwei bestellt. Jetzt muss ich nochmal hier drauf gucken. Verdammt nochmal hier. Wir haben hier ein ganzes Pack. So ein richtiges Pack. Samyang Bulldog Habanero Lime. Hot Chicken Flavor Ramen. Ein Original 5er Pack. Das ist so brutal. Das hat der Jojo letztens nämlich gesehen und gesagt, guck mal, es gibt jetzt auch Habanero Lime von Bulldog, von Samyang, Ramen, Hot Chicken Flavor. Nicht irgendwelche Samyang Sachen, die dann einfach nur Suppen sind, sondern... Toll. Wenn ich hier hinten drauf gucke, wird das ja schon wieder trotzdem wie eine Suppe gemacht. Egal, darum geht es jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall interessant. Hier steht auch New. Und ich habe mal geguckt, so ein Habanero Lime Paket finde ich auf diversen Seiten, bei eBay, bei sonst was, bei irgendwelchen Online-Markets. Da bezahlst du vielleicht auch 30, 40 Euro vielleicht für so eine Packung, plus 50 Euro Versand. Oder du hast Glück, du findest eine für 15,99 und hast dann 40 Euro Versand.
Und hier habe ich jetzt gefunden bei Asia Mover 7,99 € ein 5er-Pack. Das war das günstigste, was ich je gesehen habe. Und ganz normale Versandkosten von 3-4 €. Und in seinem Shop gab es auch noch mehr. Ich habe nämlich noch ein zweites Samyang-Pack, noch ein zweites Habanero Lime, an was ich mich gerade gar nicht erinnern konnte, dass ich zweimal das Habanero Lime genommen habe, in der Hoffnung, dass die voll gut schmecken und voll selten sind und man die so braucht. Ich habe auch noch Soßen gekauft. Da ist die Fischsoße, guck dir das an. Und da mal letztens auch geschaut, im Stream bei Amazon gab es zum Beispiel die Extremely Spicy Samyang Soße, also die Too Spicy Soße müsste das sein, wo du auch 15 € für eine bezahlt hast, 30 €, wenn du die rote und die schwarze zusammengenommen hast in einem Paket. Dann haben wir auch noch die gehabt, die habe ich noch nie probiert, das ist direkt die Carbonara Soße von Samyang, Samyang Carbonara Soße in der pinken Flasche, da hat auch die Flasche alleine schon 20 € gekostet überall. Hier bei dem Kollegen, ich glaube 3,50 € oder 4 € für so eine Flasche. Und habe ich gedacht, krass, das sind richtig gute Preise. Da nehme ich natürlich gleich zwei rote, extremely spicy, zwei schwarze Samyang Bulldog Soßen Original und eben diese zwei rosanen, die ich bisher noch nie probiert habe. Fand ich preislich auf jeden Fall richtig stark. Ich habe insgesamt vielleicht 50 € ausgegeben für zwei 5er-Packs Habanero für 6-mal Soße, wo du normal für ein Pack Habanero schon über 50 bezahlst, wenn du das Pack und die Versandkosten hast. War also ein richtiger Schnapper, richtig genial, habe ich mich gefreut. Und jetzt haben wir noch eins, da steht Thomas drauf, das ist aber nicht euer Thomas, das ist der Thomas von The Jewel, die waren nämlich schon wieder im Urlaub. Und sie hat mir dann ein Foto geschickt und was gezeigt. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, kannst du mir das vielleicht mal schicken? Kannst du da mal bitte von jeder Sorte eins mitnehmen? Das finde ich interessant, das möchte ich mal testen. Das ist genial, das schmeckt bestimmt nicht, aber es sieht gut aus. Das heißt, der Inhalt dieses Pakets hat mich auch 50 € gekostet. Und was da drin ist, seht ihr gleich. Hier ist noch ein Zettel drin, genau. Miniso, das ganze Ding ist von Teneriffa, auf Teneriffa gab es einen Laden sozusagen, da steht alles drauf, 3,99 € pro Dose, 4,99 € pro Dose sind verschiedene, manche Dosen kosten 4 €, manche kosten 5 €, was das für Dosen sind, das seht ihr jetzt, wenn wir mal hier das Zeugs alles wegmachen, das ist auf jeden Fall super gut eingepackt. Wir haben hier eine Ocean Bomb Vegeta Cider Flavor Dose. Guckt mal, wie genial die aussieht. Vegeta steht da. Vegeta Cider Bomb. Ocean Bomb Agua con Glass Sabor a Sidra. Ich weiß nicht genau, was das ist. Da steht auch lauter Japanisch hinten drauf. Ihr habt auf jeden Fall eine gelbe Dragon Ball Dose. Stellen wir mal hier rein. Haben noch eine Ocean Bomb. Hier steht, kann man nicht lesen, steht einfach auch Vegeta drauf. Fertig. Ocean Bomb, aber nicht gelb, sondern eher türkis. Bebida Manzana Ocean Bomb. Weil wir aber Pokémon-Fans sind, haben wir natürlich auch noch sowas hier. Ein Litchi Sparkling Water mit einem Carbador drauf. Auch eine sehr schöne Dose. Carbador drauf. Litchi Sparkling Water. Das auch wieder raus hier. Hier nochmal reingeguckt. Da habt ihr Boo. Ocean Bomb von Majin Boo. In der dicken, knubbeligen Kaugummi-Version. Peaches Flavor, also Pfirsich. Geschmack. Was stand bei dem anderen hier eigentlich? Bei dem habe ich gar nicht geguckt oben. Apple Flavor Sparkling Water, also das ist Apfel. Eine Ocean Bomb Apfel. Dann haben wir hier noch Enton. Enton als Strawberry Flavor Sparkling Water. Enton mit dem Wasser, mit dem Erdbeer-Wassergeschmack. Und wir haben noch, dann ist es wahrscheinlich vorbei,
Nee, dann ist es nicht vorbei, da kommt noch mehr. Dann haben wir hier noch Fluffeluff White Peach Sparkling Water. Fluffeluff, auch schönes Design eigentlich. Zart rosa, richtig nett. Hier haben wir White Grape Flavor Ocean Bomb mit Gohan. Gohan Ocean Bomb, guck dir das an. Das wäre doch was für ein Kiesto, sowas zu probieren. 4,99 Euro für so eine Dragon Ball Dose. Und nochmal Gohan Ocean Bomb Orange Flavor Sparkling Water. Orange mit blauen Haaren. Richtig brutal, würde ich das sagen. Das dürfte jetzt aber alles. Nee, das dürfte es immer noch nicht gewesen sein. Eine haben wir nämlich noch. Pichu. Pichu ist Kaffir Lime Sparkling Water. Kaffir Lime Sparkling Water mit Pichu. Auch 3,99. Auch hier 330 Milliliter. Das ist genial. Da ist viel da zum Tasten. Ich freue mich trotzdem besonders eben hier auf diese Habanero Lime von Samyang. Wie die schmecken, werden wir auch noch testen. Chennaiya ist momentan noch da. Das heißt, da gebe ich eh eine Packung hiervon mit. Also aus dem 5er Ding 1, damit sie das auch mal testen kann. Ansonsten würde ich sagen, danke an die Leute, die immer an mich denken, mich unterstützen, supporten, mir was schicken, zugucken, wie ich mir was Selbstgeschicktes einfach auspacke oder die so viel Geduld aufbringen. Nicht so wie der Adi, der schon wieder Stress macht. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.